die Grüne Landschaft ist ein Team, was schöne Gärten baut und die Leidenschaft in der grünen Branche versucht, jeden Tag zu zeigen. Also unser Betrieb ist eigentlich tätig im gesamten Außenbereich. Wir machen eigentlich alles, was vor der Haustür ist. Das heißt, wir pflastern Wege, wir bauen Teiche, wir pflanzen ganz viel, wir bauen Mauern, Natursteinmauern, Betonsteinmauern. Mein Name ist Martin Drexler. Ich habe 1990 das Unternehmen Grüne Landschaft gegründet und habe gleich mit der Ausbildung von Lehrling begonnen. Ein Lehrling kann bei uns die volle Breite des Garten- und Landschaftsbaues kennenlernen, weil wir im Privatgartenbereich mit allem konfrontiert werden, was irgendwie zum Garten- und Landschaftsbau gehört. Und meistens ist ein Garten nur mit 2-3 Leuten zu bauen, sodass der Azubi innerhalb dieses kleinen Teams wichtige Aufgaben zugeteilt bekommt und auch nie viele Tage das Gleiche macht, sondern immer wieder was anderes, immer wieder Herausforderungen auf dich zukommen sieht. Das Spannendste an der Ausbildung: die Ausbildung ist sehr umfangreich. Also ich habe sehr viel mit Pflanzen zu tun, aber eben auch, wie man hier sieht, mit Mauern und eben sehr viel bauliche Aspekte. Und das ist das Spannende an der Ausbildung. Also am meisten an dem Beruf gefällt mir, dass man eben praktisch arbeitet. Wenn man hier eine Ausbildung in unserer Firma machen will, dann braucht man Elan, Lust zum Arbeiten, Schaffenskraft. Wir bemühen uns erstmal, gute Leute zu finden, zum Beispiel indem wir sie einladen, bei uns Praktika zu machen oder Ferienarbeit. Und da zeigt es sich, wer geeignet ist, wer das für sich in Anspruch nimmt, auch mal dem Wetter ausgesetzt zu sein, auch mal was körperlich Schweres zu machen. Lust an Pflanzen, Lust an Natur, an Umwelt ist eine wichtige Voraussetzung. Und eigentlich ist das noch wichtiger als alles Fachliche.